mitreißende Emotionen, beeindruckende Darbietungen und ein Berliner Triumph. Das ist das Blaue Band der Spree 2022. Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Das ist nicht zu beschreiben. Passend zum Osterfest geht Berlin größtes Tanzturnier in seine 48. Auflage. Rund 500 Tanzpaare treten in verschiedenen Standard- und Lateintänzen gegeneinander an. Dafür zieht es nicht nur Paare aus ganz Deutschland in die Hauptstadt, sondern auch Paare aus Österreich, der Schweiz oder Tschechien lassen sich auf dem Spandauer Tanzparkett finden. Das ist wie so eine kleine eingeschworene Familie hier beim Blauen Band. Man kommt einfach zusammen, man trifft sich, man hat vielleicht schon jahrelang miteinander getanzt, gegeneinander getanzt. Und ja, zu Ostern trifft man sich halt in Berlin. Erstmals seit 2019 werden zwischen Karfreitag und Ostermontag wieder über 50 Turniere ausgetragen. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Abstinenz feiert das Blaue Band der Spree im Sportzentrum Siemensstadt nun sein Comeback. Das erfreut nicht nur die Ausrichter vom SD Siemensstadt und der Turngemeinde Berlin. Vor allem die Paare sind froh, sie können endlich wieder tanzen und mit geringen Beschränkungen. Und sie freuen sich halt alle, auch die selbst die Wertungsrichter, die haben nämlich Ostern jetzt wieder was zu tun. Das Blaue Band ist ein Traditionsturnier für jedermann. Den Start an diesem Samstag machen die Anfängerklassen C und D. Das absolute Highlight ist allerdings das Finalturnier der Hauptgruppe A. Denn dieses ist fest in Berliner Händen. Insgesamt 5 der 6 Paare stammen vom Blau-Silber Berlin. Darunter auch Viktoria Lippelt und Enrico Fischer. Ja, das ist natürlich schön zu sehen, ne? Dass man mit der Trainingsgruppe auch noch im Finale steht. Gute Vorbereitung, da sieht man ja das, was richtig läuft. Ja. Ich glaube, die 5 Paare, die sprechen für sich, dass wir Berliner einfach hart trainieren, schön zusammenhalten. Aus 32 Paaren ertanzen sie sich den Sieg an diesem Abend. Neben hervorragender Fußarbeit und Rhythmusgefühl überzeugen die beiden vor allem durch ihre Haltung und Präsenz auf dem Tanzparkett. Wir sind sehr glücklich. Natürlich, dass heute gereicht hat. Gestern 2. Platz war schon gut, aber heute noch eine Schippe draufgelegt. Wir sind sehr stolz, sehr glücklich. Ja. Die übrigen Mitglieder ihrer Trainingsgruppe sichern sich noch Platz 2 sowie Rang 4 bis 6. Bis einschließlich Montag findet das Blaue Band noch im Sportzentrum Siemensstadt statt. Karten sind noch erhältlich. Überzeugen Sie sich selbst von Tanz, Darbietung und lassen Sie sich mitreißen. Es lohnt sich.